Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Nein, nicht The Legend of Zelda. Xenoblade Chronicles 5 Skyrim. So. Halbmondmühle. Halbmondmühle. So, das ist nur Vizi, ich hab schon gesagt, ey. Gehen wir mal rein. Das war anscheinend das Zuhause von diesen zwei Typen. Wenn ich jetzt stehle, das wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Aber eigentlich dürfte es ja keinen mehr stören, weil die sind tot. Eigentlich. Wir können jetzt gar nicht auf einmal kommen, Wachen angeritten und töten einen. Genauso wie wenn man Hühner tötet, wird man direkt vergewaltigt. So. Ich glaube in Martal waren wir noch gar nicht. Gut, dann, in einsamen Lokalen sind wir noch nicht reingegangen. Was? Gut, dann gehen wir erstmal dahin. Gehen dann mit dem Kutsch, oder gehen erst nochmal in Einsamkant rein. Gehen dann, nehmen dann die Kutschfahrt nach Markdingen zu, wie das heißt. Ne, Markert war das nicht, natürlich. Und dann, ja. Was ich weiß, ist, Einsamkeit ist die Hauptstadt der Kaiserlichen. Und ja, da ist halt der Kaiser irgendwie anscheinend. Ob er hier haust, ich denke mal. Können wir mal gucken, ob wir rein können. Da ist das Tor. Echt verregneter Tag heute in Skyrim. Aber die Vögel fliegen, die Vögel fliegen. Das Tor wird gar nicht... Solitude, was? What? Sie dürfen Onkel Rockley nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari? Macht schon weiter. Wartet dort, bis eure Mutter kommt. Da habe ich eine Nachricht gekriegt. Ihr habt ihr uns verraten. Sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der sein Rausch damit. Ja? Wartet! Ich kenne euch doch! Echt? Rockwir, ihr habt Ulfric Sturmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Er verdient es nicht zu sprechen! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Auch gut. Ja. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren, dann könnt ihr gehen. So ist es bei uns. Zurückbleiben. Das Stören einer Hinrichtung ist ein schweres Verbrechen. Und aller Nord. Ihr dürft ihn nicht töten. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sovngarde. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ja, wird man direkt hier begrüßt. Ich glaube. Eine schöne Torwache wart ihr. Was? Eine schöne Torwache wart ihr? Nur weg mit dem alten Schrott, sag ich. Das muss unbedingt in mein Teil der Edda. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er gewusst hat, was er tat, als er dieses Tor öffnete. Sie hätten es noch etwas hinauszögern sollen. Ein Mann öffnet ein Tor und dafür wird er geköpft? Das kommt mir ziemlich extrem vor. Ich könnte ihm den ganzen Tag lang zuhören. Er ist nicht schlecht, wenn auch etwas hauchig und schrill. Wo wir von schrill sprechen. Ihr Baden gönnt einander wohl gar nichts, oder? Ich glaube, ich hatte das liegt nicht in unserer Natur. Ihr wart ein guter Mann. Ich warte. Mein Gott. Kann der uns irgendwas erzählen? Ah. Vorsicht in meiner Stadt. Diese Axt wollt ihr nicht in Aktion erleben. Ihr wart der, der diesen Mann hingerichtet hat. Ja,
Ich bin der Henker hier in Einsamkeit. Das ist meine Arbeit. Halten Sie euch auf Trab? Kommt darauf an, was ihr damit meint. Ich bin auch noch oberster Wärter hier im Kerker. Normalerweise eine ruhige Arbeit. Was ist die nächste Hinrichtung? Es steht keine an. Aber an dem dürren Hals dieses Yari-Ra würde ich mich gerne mal austoben. Dieser dreckige Argonia hätte niemals einen Fuß in die Stadt gesetzt, wenn Großkönig Torik noch leben würde. Behaltet einen kühlen Kopf. Mhm. Naja. Hyljamarsch. Manchmal ist der dätschere Prinz der Lügen, Geheimnisse und Intrigen und genießt es sich, in die Gange der Gehörmlichen einzumischen. Schöne Waffe. Ein Katana. So. Ah genau, wir wollten ja hier die Zugfahrt. Die Zugfahrt, sage ich schon. Die Dingsfahrt hier, ne, nach Dings nehmen. Was ist das denn hier? Gute Geschäfte für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft bedeutet noch mehr Gold für das Kaiserreich. Mhm. Noch mehr Geld für Gold für das Kaiserreich. Blablabla, bla, bla, Kaiserreich ist dumm. Ich hasse Kaiserreich. Soll ich euch mitnehmen? Ich möchte eure Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Nach Martal. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja. Dann sind wir weg. Die Sonne fühlt sich gut an, hä? Ja. So ist der dätherische Prinz der Sonnenauf- und Untergangs und einer der wenigen, die nicht alles durch. Okay, dann nicht. Was ist hier los? Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Idgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Lortal hat auch so schon genug Probleme. Ach, sinnlos. Dann machen wir mal weiter. Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Zu viel Arbeit. Ja, so ausgesehen, als wärt ihr wegen etwas sehr aufgebracht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Vertraut ihr der Jarl nicht? Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgrod da helfen können? Nein. Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wo muss ich noch hin? Also ich muss dem einen Typen Bericht erstatten. Ach, da dieses Kraut da, das macht so komische Geräusche. Mosite Inn. Stehen die Leute schon für meine nächste Aufführungsschlange? Kommt, seid nicht schüchtern. Es gibt genug Platz für alle. Singt mir ein Lied, Bader, vor Furcht und Tod. Na schön, wie wäre es damit? Schatten schleichen und Phantome kreischen. Ein Mann bekam es mit Angst zu tun vor dem Dämonengrauen, das er gezwungen war, mit anzuschauen. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Singen eingestellt. Was ist mit euch, mein Freund? Wollt ihr mitsingen? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Singen eingestellt. Was ist mit euch, mein Freund? Wollt ihr mitsingen? Was denkt ihr? So.
Den haben wir gekillt. Oje. Ich hätte es nicht sehen dürfen. Ich lade mal. Ja. Komm. Stehen die Leute schon für meine nächste Aufführungsschlange? Ha, sehr witzig, mein Freund. Loburg umbringen. Ich meine, wer würde sich nur so etwas Albernes ausdenken? Die Welt meiner einzigartigen Talente zu berauben. Hm. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Singen eingestellt. Was ist mit euch, mein Freund? Wollt ihr mitsingen? Willkommen im Moorblick. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir. Es ist schön, einen Gast zu haben. Das ist mit dem Ork. Lorbuk? Er hält sich für einen Barden. Er zahlt, also kann er bleiben. Hätte ich Kunden, würde ich mir Sorgen machen, dass er sie nervt. Aber, naja, seht euch um. Auf Wiedersehen. Warte mal. Das geht doch, oder? Kann man das nicht dem überziehen und dann sieht er nichts? Na. Ich hab das immer noch in der Hand. Ja, jetzt bin ich versteckt. Immer noch versteckt. Ich nehme jetzt mal meinen Zwergenkriegshammer. Toll. Mann! Ey, die hat hier eine Waffe drunter. Wir haben nicht viel zu bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Auf Wiedersehen. Mann! Och Mann, ich will doch keinen Kopfgeld. Laden. Zack, zack. Jetzt warte ich hier drinnen mal, bis der schlafen geht. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, müsste eigentlich jetzt da, wenn es Nacht ist, dann schlafen sein. Müsste ich ihn doch eigentlich leise erledigen können. Wer seid ihr? Er sitzt immer noch hier. So, aber in 4 Stunden muss er weg sein. Jetzt ist 1 Uhr morgens. Jetzt musst du schlafen gehen. Oh, ihr seht aber gut aus. Wir sollten mal etwas zusammen unternehmen. Die Leute hier arbeiten hart und können sich nicht einen Moment... Von mir aus? Schade. Aber das wird nicht immer so weitergehen. Hä? Ah, guten Abend, Jonna. Was kann ich euch bringen, Alva? Was könnt ihr mir denn nicht bringen? Wollt ihr etwas essen? Essen? Nein, ich glaube nicht, dass ich hungrig bin. Zumindest jetzt nicht. Gut, gebt mir Bescheid, wenn ihr eure Meinung geändert habt. Diese Leute sind wie... Okay. Sie arbeiten, schlafen und essen. Die jetzt hier. Geht jetzt da rein? Oh,
Von wem werde ich denn jetzt gesehen? Ich muss irgendwie warten, bis mich irgendwie keiner sieht. Oh, jetzt ist er weg. Geht ja auch irgendwann mal hier raus? Ich möchte ein Lied für euch schreiben, Jonna. Was soll ich besingen? Eure Schönheit, eure Stärke, eure... Nein, einfach nein. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ihr wollt nicht durch ein Lied unsterblich gemacht? Nie... Stehen die Leute schon für meine nächste auf... Ha! Sehr witzig, mein Freund. Lobuk umbringen. Ich meine, wer würde sich nur so etwas Albernes ausdenken? Dir fällt meine einzigartigen Talente zu berauben. Wer sieht mich denn jetzt? Ich bin nicht versteckt. F5. Wie soll ich denn das leise machen? Die werden mich jetzt wahrscheinlich direkt abschlachten. Hm. Ja. Ah. Ich kann nicht schnell rein. Aua. Nee, Papa, es kämpft mit denen jetzt. Nee, Mann, ich will nicht so. Der muss doch irgendwie leise sterben können. Kann ich vielleicht mit meinem Bogen? Jonna, glaubt ihr, die Stadtbewohner erwärmen sich für meine Serenaden? Nein, und das wird auch nicht geschehen. Wenn ihr euer Zimmer nicht bezahlen würdet, hätte ich euch schon längst rausgeworfen. Ja, aber eines Tages werden sie kommen. Ihr werdet schon sehen. Oh, ich wäre nicht überrascht, wenn sie kämen. Und wenn man von euch nichts mehr hört oder sieht. Mann. Lass die Finger von. Kann ich denn nicht irgendwie hier so einen Kessel übersetzen? Der steht doch nur da rum. Dann dürft ihr ja eigentlich nichts sehen, oder? Hey, so. Na komm. Also das ist so eben. Vorsichtig damit. Warum sieht die mich denn noch? Warum sieht die mich denn noch? Egal, Folge ist vorbei. Wir töten in der nächsten Folge. Tschüss.